Ein wunderschönes Hallo hier bei Vampire, wo im letzten Part ganz schön was losging, am Ende zumindest, also vorher auch schon. Die ganze Sache mit Mr. Dawson ist ja nicht ganz ohne gewesen. Und jetzt müssen wir gegen Herrn McCallum kämpfen. Und ich war im letzten Part, habe ich da dezent versagt. Was auch daran lag, dass ich halt einfach dieses Licht nicht da richtig beachtet habe in dem Moment. Und ich habe auch nochmal extra geschaut. Der gute Mr. McCallum, jetzt muss ich nochmal, genau, der hat einen Widerstand gegen Nahkampfattacken und gegen Blutsachen. Jetzt dachte ich tatsächlich, unsere Ulti ist eine Blutulti. Aber das ist sie tatsächlich nicht. Der Blutkessel ist nämlich eine, also er hat einen Widerstand gegen Blutsachen. Ich glaube auch sämtliche Sachen, die wir machen, so die Klauen und so, ist alles, das sind alles Blutsachen. Ich kann das irgendwie nicht so recht rausfinden. Irgendwie steht da nur Schaden. Haha. aber es ist ja auch an sich, es ist ja eigentlich, ihr seht ja, dass er das Nahkampf-Ding, also es ist Nahkampf, hat einen Widerstand. Das interessiert nicht, das auch nicht und das auch nicht. Also die Ulti ist ganz gut. Ich habe jetzt nicht im Video nachgeguckt, hatte ich die benutzt? Ja, das, ich weiß nicht, ob ich die benutzt hatte, aber ich glaube, die Mischung ist hart, ne, mit den Lichtern und er dazu so richtig seine, ich glaube, er schießt einmal, dann lädt er nach und dann macht er dim, dim, dim. Das ist wie bei den Volkots, die mit ihren Schatten, die da sind, aber jetzt auf die Lichter zu achten, ist schon krass und ich habe jetzt einfach mal, weil ich mir dachte, ne, er im Nahkampf nicht, aber ich bin mir nicht sicher, die macht einfach mal 422 Schaden. Dafür müssen wir aber nah bei ihm stehen. Die Pistole ist natürlich von der Ferne ein bisschen besser. Ich wollte es einfach, wir haben so selten diese Schrotflinte oder Hauptschrotflinten ausprobiert. Ich dachte, vielleicht ist es mal eine Möglichkeit, die auszuprobieren. Mehr erscheitern kann ich nicht tatsächlich. Und ja, wir gehen jetzt einfach zurück. Ja. Ich dachte mir, bevor ich jetzt im Kampf den versuche, ich achte tatsächlich, mir fällt es unglaublich schwer im Kampf. Ich zwar, gucke zwar unten auf den Balken, auf den, ne, auf den... Sag mal. Dieses Blut hier. Kannst du mir nicht erzählen, dass das vorher hier schon mal... Das wäre mir da aufgefallen, oder? Ja, und ich achte aber nicht, da sind der, oben ist ja sein Name. Das kriege ich gerade noch so hin, aber das habe ich bei ihm zum Beispiel gar nicht hinbekommen, weil das alles viel zu verwirrend war. Und der mir, und diese Lichter, und er ist viel zu schnell gewesen in dem Moment. Und daneben sind halt die kleinen Zeichen, da habe ich nicht drauf geachtet tatsächlich. So. Ich probiere es mal. Kann ja nur schief gehen. Oh Gott, der ist wirklich hart, ne? Also ich finde ihn hart. Ich finde, glaube ich, die... Der wäre nicht hart ohne Lichter. Ohne Lichter wäre der gar nichts, tatsächlich. Da wäre der nichts. Kann ich das überspringen? Bestimmt, ne? Ich muss mich irgendwie ein bisschen... Ich hab... Wisst ihr was? Kennt ihr das manchmal? Wenn ihr einen Gegner habt und denkt, der ist vielleicht für andere nicht so hart, aber für einen selbst? Da habe ich immer Angst vor, irgendwie bei Vampire, dass ich hier wirklich... Weil ich bis jetzt habe ich das eigentlich immer... Also bei Bossgegnern ging das bis jetzt immer ganz gut bei mir, ne? Außer die normalen Gegner machen mir mehr halt... zu schaffen. Okay, da hat... Alter, wow. Wow, okay, das war nicht gut. Achso, das war's. Oh Gott, seht ihr? Einmal. Okay. Nein, nicht. Nein, nicht so. Oh Gott, ich komme nicht klar mit ihm so gerade, ne? Ihr müsst mal kurz mir verzeihen. Wow, was, vier? Waren das jetzt vier? Ich muss ihn hauen, ich brauche Blut. Na komm, na komm. Also diese Lichter, ne? Aua. Der steht im Licht, der Schweinhund. Ich brauche halt Blut, um mich zu heilen. Alter, fuck. Ich werde schon wieder sterben. Ich lass mich mal sterben. Ich würde gerne sterben. Jonathan, kannst du sterben? Ja, gut. What the fuck? Ich sehe nicht durch bei ihm. Ich sehe bei seinem... Hat der jetzt viermal geschossen? Holy moly. Ich hab wirklich... Oh, ich muss gucken bei ihm. Ich muss gucken. Und ich... Okay, ich schaff das.
Ich schaff das, ich krieg das hin. Aber habt ihr gesehen, die Schrotflinte macht richtig gut Schaden. Richtig, richtig gut Schaden macht die. So, das Spiel gibt mir irgendwie... Nee, ist okay, ich brauch mal... Oh, Mann, diese Attacke! Was ist das denn? Okay. Oh, oh, das war viermal, ne? Ach du fuck, ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Okay, jetzt macht er diese... Einmal, zweimal, dreimal. Fuck! Warum hat's... Oh nein, es kommt auch noch das Licht. Alter Schwede. Ich brauch Blut von ihm. Aua! Aua! Aua, 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 der Herr. Okay. True light will cleanse you. Kommt der Licht immer... Gott, ist der scheiße. Ich hasse ihn, ich hasse ihn von Herzen, soll. Bei ihm muss ich auch richtig... Alter, habt ihr mal mein Leben angeschaut? Ich will übrigens kein Sarah verbrauchen. Ich musste es schaffen, ohne Sarah zu verbrauchen. Also, ich kann natürlich Sarah verbrauchen, aber ich würde das so ein bisschen gerne... Sag mal, verbrauchen wir... Ich nehme das dann lieber kurz zum Üben, die Runden, als dass ich... Dann nehme ich das Sarah lieber, wenn er kurz vorm Sterben ist oder so. Dafür ist das viel wichtiger, das Sarah. Wir haben zwar ein bisschen Zeug... Alter, ist... Oh, scheiße, oh Gott. Oh, ich merke gerade, der ist meine Achillesferse. Der ist meine Achillesferse, der Typ. Wo. Ich schaff das. Ich habe irgendwie das für unser... Also, was uns richtig... Was richtig reinhaut, ist dieser Schlag von ihm. Sag mal, wenn er uns trifft, sind das irgendwie Kugeln, die uns wehtun? Ich sehe nur die ganze Zeit, wie unser Balken... Ich hätte vorher vielleicht mal... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Das war super ätzend. Aber ich will mal gucken. Also wenn ich mich heilen könnte, wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher. Kann ich nicht, weil ich so wenig Blut habe. Ich suche jetzt Ratten. Ratten, Ratten, Ratten. Die finden wir schon. Kriegen wir hin. Wow, der ist... Also das mit den Lichtern kriegst du schon irgendwie hin. Das wird schon. Aber eher, ne? Oh, wow. Oh, wow. Okay, schafft das. Ich schaff das. Ich finde den Kampf auch irgendwie... Wahrscheinlich wirkt der Kampf auch so anders. Aufgrund, dass da jetzt einfach noch eine andere Komponente... Na, okay, die... Okay, bei Mary war das so eine... Diese Gift-Komponente. Die war halt auch nicht ohne, ne? Aber wir haben halt auch Mary... Und unsere Ulti zieht noch gar nichts ab, ne? Aber diese... Ich mag die Ulti auch... Ich suche gerade irgendwie... Ist das irgendwie ein Gegner oder so, wenigstens? Dass ich dem Gegner Blut aussaugen kann? Es sind keine Ratten in der Nähe, ne? Die Ulti... Ich habe jetzt keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ihr wollt einfach nur schauen, ob vielleicht gegen Ratten sind. Die hält ihn gut fest, die Ulti. When I get back, I'll have a moment. Das ist das Einzige, was die macht. Ihn gut festhalten. Die zieht ihm kaum was ab, ne? Obwohl es eine Schatten-Ulti ist. Eigentlich müsste er doch auf Schatten auch reagieren. Oder er ist einfach nur mega hart und ihm zieht das halt voll wenig ab. Oh, guck mal, super. Stehen überall Autos rum. Stimmt, der sind ja hier. Oder ich muss wirklich vorhin... Das Ding ist, das Spiel speichert zwar oben, ne? Das, also, das Spiel speichert meinen Zustand tatsächlich, aber sobald ich Sarah benutze... Good evening. Ich glaube, es ist... Please show me what, of course. Es wird auch nicht an Ergotamin mangeln, sondern eher an das Blut, das wir dafür brauchen. Dieses, gibt ja wässriges Blut und so Kram. More bodies will arrive and then Wenn ich jetzt keine Ratten finde, ich muss Sarah benutzen. Okay. Aber vielleicht rettet das uns den Arsch, vielleicht ist das das Problem. Ich probiere es jetzt einfach. Weiß immer nur nicht, welche Taste, welche Zerra ist.
gucke einfach. Nee, das war die falsche Taste. Mm, G ist Serra. Sind nicht Vierer, aber... Ich kann mir das nicht geben, ne? Nicht hier. Okay, muss jetzt gleich ein paar Tastenkopies drücken. Du Scheiße, ey. Oh, Hilfe. Er ist aber nicht der Endboss, oder? Also gibt's überhaupt einen Endboss? Ich hab eher, ich dachte, also wenn ich einen Endboss hier, dann würde ich eher die Person, vielleicht dieser rote Typ da, der uns immer heimsucht, an den hätte ich eher als Endboss gedacht. So innocent. Why does simple life burn you so much? Come on, Reed. Try something else. Das ist gut, das ist gut. Oh Gott, John ist raus aus dem Licht, raus. Ich kann übrigens gerade kurz nicht mit euch reden. Ich hoffe, das ist vollkommen okay bei euch. Sonst sitzen wir hier noch 5 Jahre. Ich muss immer darauf achten, mich zu heilen und meine scheiß Ausdauer. Ich werde das nie hinbekommen. Ich habe ein großes Ausdauerproblem. Fuck. Also, ich muss nachladen. Ha! Coole Sache. Nachladen ist toll. Show some style. Gott, ist das anstrengend, ey. Der ist wirklich furchtbar, der Typ. Die Lichter sind auch furchtbar anstrengend. So viel zieht ihn gar nicht ab, ne? Aua! Oh, Jeep! Also irgendwie? Kaputt, ich fühle das hier viel agiler als wir. Your poisonous bite is useless on me. Ach du Scheiße, ey. Ah, die kann sein, dass die Lichter mich so ein bisschen verfolgen. Fuck, fuck, fuck. Ich brauche Zeit zum Nachladen. Und um. Gott. Holy moly, ey. Und die macht gar nichts bei ihm, hat das Gefühl. Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar. Furchtbar. Furchtbarer Typ. Come on, Reed. Try something else. Oh Gott, ist ja furchtbar. Ich kann kein anderes Wort für ihn finden, außer furchtbar. Wirklich. Oh Gott. Was trinkt er denn da? Was trinkt er eigentlich die ganze Zeit? Der hat irgendwas getrunken, ne? Ich erinnere mich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. What the fuck? Was macht er denn jetzt? Oh ja, seine nächste Phase. Gar kein Problem. Alle gefixt, gar kein Problem hier. Na komm. If you're so innocent. Why does simple light burn you so much? Krieg mal hin, schaff mal. Komm, 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 komm. Du mit deinem Zweihänder. Schwere dir Schütz. Ha! Lach nach, Jonathan. Lad nach. Halt nach, lad, ihr sagt? Bestimmt, ne? Warum schieße ich eigentlich immer doppelt? Bin ich zu nervös und drücke gleich zweimal auf die Taste, weil ich denke dann. Ja. Sag mal, ist jetzt überall Licht? Oh, ich kann meine Ulti wieder einsetzen, hab ich gar nicht mitbekommen. Oh, das war falsch, das war falsch. War die falsche Taste. Oh mein Gott. Ich muss ganz schnell zu ihm hin. Um. Ach du fuck. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Um, ich brauch. Gott. Gehst du mir auf den Sack?
Was gehst du mir auf den Sack, Typ? Wirklich. Oh Gott, ist der. Der ist irgendwie. Der ist wirklich scheiße. Ich bin noch ein bisschen zu vorsichtig mit ihm, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, zum Glück hat diese Ulti, ne? Die hält immer so viele. Ein bisschen auf. Raus aus dem Licht, raus aus dem Licht, Jonathan, raus aus dem Licht. Fuck. True light will cleanse you. 14 Sekunden. Muss ich nutzen, die Zeit. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Aua, fuck. Nein. 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 Er steht da im Licht, ne? Er steht im Licht. Ach du Gott, das war nicht gut. Au! Oh nein, oh nein, ich muss gleich fertig machen. Wo ist das Licht hin? Ach Gott, seine Leiste. Ich sehe, ich sehe. Ich sehe, was passiert ist. Wo ist denn das Licht denn? Oder? Oh nee. Ich dachte schon. Ich hatte zu große Hoffnung in allem. Fuck, da will ich nicht durch eigentlich. Ach du Scheiße. Alter, was macht denn er jetzt? Er ist aber doch kein Vampir, oder? Oh Gott. Aua, nein, 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 nein. Oh Gott, nein, 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 Jonathan, nein. Oh Gott, nein, ich habe keine Ausdauer mehr und ich werde mich gleich töten. Fuck, oh Gott, ich bin verwirrt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach du meine Güte. Oh Gott, ich versorge mir gerade selber und ich bin mega panisch. Ganz ruhig an. Alter, gibt's hier auch... Hä? Gibt's hier noch einen Ort ohne Licht? Gibt's hier noch einen Ort ohne Licht, dass sie... Fuck, ey. Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. Offa, oh Gott. Oh Gott! We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? Oh Gott. We always have been. And we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. What? Kann ich mich mal kurz beruhigen? Also, das war nicht mein bester Kampf. Das war eindeutig überhaupt nicht mein... Ich finde, an dem Kampf hat man bemerkt, wo bei mir hapert, nämlich an der Ausdauer. Dann hat sie hapert. Also ich setze zu oft Ausdauer ein, wo ich es nicht machen müsste. Das hat Fluffy wirklich sehr gut erkannt. Aber ich muss doch sagen, jetzt zum Schluss gab es gerade eine Phase, wo ich wirklich das Gefühl habe, überall waren Lichter. Und dann habe ich panisch irgendwelche Knöpfe gedrückt. Das ist gut. Ich muss doch sagen, manche, es ist wirklich nicht so einfach, sich zu konzentrieren. Und dann halt auch noch so, ne, und die 5 und, also 5 ist halt die Ulti, die Taste 5 und, oh, das hinzubekommen. Gott, welcher Versuch war der 5., der 6., ich weiß es nicht, ist egal, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir auch noch mit ihm reden. Sie haben die Jagd auf mich eröffnet, vielleicht bin ich ein Monster, wir könnten zusammenarbeiten. Oh, darf ich mal kurz einen Schluck trinken, muss mich kurz beruhigen. Ey, ich hab zwischenzeitlich wirklich gedacht, die kriegen nicht hin, ne? Alter, oh. Der im Hardcore-Modus. Nee. Oh, so. Wusa. Sie haben die Jagd auf mich eröffnet. Vielleicht bin ich ein Monster. Wisst ihr was? Tatsächlich könnten die...
I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCollum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Really? Also, wir wissen ja, dass der Nauwadik drücken muss. Ich muss ihn verschonen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, er ist der Erste, wo ich mir wünschen würde, ich würde das nicht pazifistisch machen. Aufgrund dessen, dass er dann das ist, was er jagt. Super interessant. Super, super interessant. Hat das jemand gemacht? Also, oh, ey, ich würde gerne, ne? Aber ich werde ihn verschonen. Natürlich werde ich ihn verschonen. Wir sind sehr pazifisch. Gott, ich bin immer noch nicht ganz fertig mit dem Kampf. Eieiei. Mich hat, also, meine ganze Unterlage hat sich verschoben. Ich habe so eine Unterlage auf meinem Schreibtisch. Auch für die Tastatur, dass die nicht rutscht. Völlig verschoben. Ich verschone ihn. Mr. McCollum, der mir gerade das Leben so gemacht hat. Fürchterlich. Was für ein Scheißkampf. Gott, ey. Ich muss noch viel üben. Ich verschone ihn. I'll spare you, McCollum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCollum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. Die sind aus, die Brüder, ne? I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Hat er beim Kampf auch. Until the next time. Goodbye, Hunter. Jonathan. Chapeau. Wow. Leiste, 5000. Die Büchse. Was passiert jetzt? Gewissenlose Wissenschaft. Rette Edgar Swansea? Was ist denn mit Edgar? Begib dich zu Doris Fletchers Theater. Aha! Aha! Willy! Und ich frag noch die ganze Zeit. Und ihr wusstet das bestimmt die ganze Zeit, ne? Ach, verdammt. So, was wir jetzt aber erstmal machen, ist natürlich nicht schlafen gehen, obwohl 5600 EP nicht ohne sind. Hier war jetzt aber nichts weiter, ne? Das sieht voll. Das eigentlich sieht jetzt voll cool aus, ne? Das Büro jetzt so, wenn hier das Licht reinschallt. Ich gehe mir neue Serra herstellen. Wer weiß, was im Theater abgeht. Ich hab das Gefühl, wir machen jetzt nur noch. Bosskampf nach Bosskampf oder halt auch so kleine Zwischendurchkämpfe, die ja nicht wirklich Bosskämpfe sind. So, erstmal Sarah herstellen. Wir müssen aber nochmal schlafen, ne? Wegen unserer Pflanze. Moment, jetzt, ich bin gerade raus im Kopf, ich bin so raus. Der Kampf. Guck mal, wir könnten uns nicht mal mehr Gesundheit herstellen. Wir können uns einmal so eine Gesundheit herstellen. Ja, das ist ja toll. Wir müssen ein paar. Das ist der einzige Grund, warum mein Gegner. Sag mal, achso, wir haben das Ergotamin gekauft, ne? Das ist der einzige Grund, warum man Gegner töten sollte, um die Sachen zu bekommen. Achso, jetzt fehlt Opium. Naja, vielleicht reichen noch erstmal zwei Spritzen. So.
Was? Doris Fletcher Theater? Ach, da kriegen wir nicht sogar... Ist da nicht sogar Osha Tortries? War da nicht das Tagebuch von ihm auch im Theater? Na, vielleicht finden wir das ja gleich mal. Wäre ja ein Traum. Ich muss hier runter. Vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar Ratten. Und mit Ratten meine ich wirklich Ratten. Ich könnte noch... Warte mal. Patronen nachladen. War gut, die Schrotflinte, ne? Die hat wirklich gut Schaden gemacht, tatsächlich. Kiste, da ist die Kiste. Die hat gut Schaden gemacht. Aber ich würde jetzt erstmal wieder auf... Achso, das kann ich ja draußen noch machen. Genau, auf den Flock gehen. Eieieiei. Ich nehme gerade übrigens eigentlich so eine ungewöhnliche Zeit für mich auf. Weil es Abend ist. Oder, naja. Also Abend würde ich das nicht nennen. Es ist kurz vor 23 Uhr. Und eigentlich spiele ich ja abends immer so für mich selber irgendwelche Spiele, die ich gerade Lust habe. Aber ich hatte gerade wirklich total Lust auf Vampire. Und wollte auch unbedingt diesen Kampf irgendwie hinter mich bringen. Deswegen dachte ich, ja, guten Morgen. Nehme ich einfach mal auf. Kann ja nicht schaden. Der hat einen Namen. Der Typ hat einen Namen. Sag mal, seid ihr fertig? Ich habe vom Heiken den Schuss nicht gehört. Also, ich meine jetzt den Schuss. Im Spiel, nicht im... Ihr wisst schon. Herrlich. Sag mal, kann es sein, dass ich irgendwie ein Tonproblem habe? Gerade? Mich röhnen oder so. Aber ich höre die Leute nicht. Sag mal. Der eine Eckhorn hatte gerade einen Hahn, ne? Ist der wichtig? Muss man den umbringen? Leute, die Namen haben, sind wichtig. Gegner, nicht Leute, sondern Gegner. Die Namen haben, sind eigentlich wichtig. Seltsam. Es sind so viele Eckhorns wieder unterwegs, ne? Komm ich da hoch? Warte, die fühlt sich jetzt hier verstärkt. Alter, was ist denn hier los? Ich muss gegen die kämpfen, anders komme ich doch jetzt nicht hier rein, oder? Hä? Hört ihr was? Ich muss sagen, ich höre nichts. Von den Gegnern. Ist das irgendwie ein Trick? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Aua. Aua. Achso, keine Ausnahme. Ja klar. Was doch sonst. Das ist gerade irgendwie seltsam, ne? Also. Ihr hört wirklich nichts von denen. Das ist völlig irritierend. Was mit dir hier? Willst du Ärger? Oh Gott, so viele Gegner, ey, wirklich. Sag mal, wie werden eigentlich? Wenn du nicht mir ausweichst, sondern mir ein bisschen Blut gibst. Könnte ich gebrauchen. Huch, jetzt schießt du mal noch einen Weg. Also wir hätten die davon mal abgesehen, sowieso töten müssen, weil. Super. Aufgrund von, dass die vom Theater stehen. Ich weiß nicht, ob wir wieder hinten rein hätten gehen können. Was hab ich jetzt gemacht? Achso, ich hab den Sprung gemacht. Seht ihr, ich wollte eigentlich auf eine andere Taste kommen. Aua! Irritierend. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als mich das gerade völlig irritiert, dass... Aua! Sag mal.
war noch nie, ne? Hatten wir noch nie tatsächlich. Oh, guck mal, der ist gegen Nahkampf ein bisschen stabil. So, tot ist er. Ich könnte gerne noch Blut haben, wenn ich ehrlich bin. Alles seltsam. Achso, warte mal, ich sehe gerade. Sollte ich vielleicht nicht mit einem Kampf machen, die Sache. Dass mein Sarah gar nicht ausgewählt ist. Regeneration. Ausdauer, Ausdauer. Was macht das denn? Ich würde niemals trinken, ne? Ich weiß nicht, was das macht. Bei wie viel. Okay, der Part ist auch zu Ende. Mensch, ich habe gar nicht drauf geachtet. Also, ich finde es wirklich ultimativ seltsam, dass hier keine Geräusche sind. So, jetzt kommen wir bestimmt nicht hier vorne rein, ne? Doch, wir kommen hier vorne rein. Ja, guck mal, ist doch ein Traum. Dann gehen wir im nächsten Part ins Theater. Dort sollen wir ja nämlich auch hin, tatsächlich. Dort finden wir dann vielleicht auch Osha Tortwies Tagebuch. Und auf jeden Fall, was sollen wir denn im Theater? Ach, Dr. Swansea. Ah, ja, ich dachte gerade, im Theater, da haben sie uns gehen lassen. Also, der McCallum, aber ja, der gute Herr Swansea ist ja auch noch da. Ich hoffe, dem geht's gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Vampire. Wir haben Herrn McCallum getötet. Sehr unelegant, aber ich habe es geschafft. Ich hoffe, dass... Ich würde jetzt das Spiel ungern verlassen. Also ich hoffe, dass... Dann müsste ich irgendwo speichern. Übrigens, wenn ich immer frage, wie ich speichere, ich setze mich aufs Bett und verlasse das Bett sozusagen wieder. Dann wurde gespeichert. Ich gucke mal. Ja, natürlich jetzt blöd, wenn irgendwie irgendwer kein Ton hätte. Das wäre blöd. Ich schaue gleich mal, was ich mache. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.